YouTube? Fragst du mich das so oft? Ich denke schon. YouTube, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Fallout 76. Es darf weitergehen. Munter und heiter. Pass auf, die Doppelläufe werden wir jetzt ein bisschen tunen. Ich habe so ein paar Waffen dazu bekommen. Jetzt da müssen wir gucken. Überlegende Reichweite ist nicht verkehrt. Verbesserte Reichweite, überlegende Präzision aus der Hüfte. Das ist, glaube ich, sehr wichtig für mich. Rückstoßdämpfer. Vielleicht gar nicht so verkehrt. Verbesserte Reichweite. Überlegende Reichweite, Rückstoßdämpfer. Könnte was für mich sein. Ich glaube, das ist immer noch das Beste. Verbesserte Reichweite, Rückstoßdämpfer und Präzision aus der Hüfte. Unterliegende Reichweite. Da, verbesserte Reichweite. Dann machen wir das hier. So, und da müssen wir jetzt gucken. Verbesserte Rückschussdämpfer, Präzision, Nahkampfschaden, das juckt mich ehrlich gesagt gar nicht. Rückschussdämpfer wäre mir wichtig und aus der Hüfte. Das wäre dann das hier. Nein, das wäre das hier. Gut, Visier. Brauche ich da eins? Ich glaube nicht. Mündung brauchen wir jetzt auch nicht, oder? Verbessert Rückschuss pro Schuss, verbessert Rückschusskontrolle, aha, Präzision, unterlegene Reichweite, unterlegener Nahkampfschaden. Ich glaube, das lassen wir. Zurücklehnen und tief durchatmen. So, reparieren wir es auch gleich. Passt. Das müssen wir auch gleich reparieren. Die reparieren wir auch gleich. Ja, die habe ich gekriegt. Sich ärgern ist verschwendete Zeit. Es ist hinter dir. Frau, hör auf jetzt, ich rede gerade. Macht mich gerade unfertig, dass die nicht aufhört. Achso, ja, warte mal. So, lass mal gucken, ob ich, was ich da alles jetzt reinkriege. Nicht viel, gell? Trotzdem noch enorm viel Schrott mit. Egal, Leute, die Knarre habe ich jetzt da. Da passt jetzt richtig viel Munition ran. 62 Schuss. Munition habe ich auch enorm viel. Alter, ich glaube, ich werde mit der herumrennen. Die macht doch... Ja, okay, hey, Damage ist halt nicht so 20. Mach es dir selbst nicht noch härter. Ich mache es mir gleich selbst her... Ding, ja? Genau. Scheiße, Alter. Gut. Boah, die hört einfach nicht auf mit dem Kackdreck. Ja, die Fatman, die haben wir jetzt getestet. Ich weiß nicht. Die Kaliber 50, die würde ich gern aufheben. Ich habe auch 50er Magazine, also Munition. Ist zwar nicht so viel, aber es reicht für die Kaliber 50, oder? Doppelläufige Shot, die macht mehr Damage. Richtig geil, Alter, jetzt da. Die Kampfflinte, was brauche ich die eigentlich? Panzerbrechen, die ja super schön und gut. Naja, ich brauche eigentlich nie so viele Knarren mit. Passt schon. Okay, gut. Jetzt müssen wir hier was bauen. Pass auf. Verbündete. Ja, dann soll sich das andere eben verpissen. Wie kriege ich... Das muss ich wegmachen. Ist mir eh lieber, wenn die weg ist. Ganz ehrlich, ich sag's dir, wie es ist. Die nervt nur noch mit ihrer verkackten Musik. So. Warte mal, das müssen wir lagern. Lagern. Gut. Weil Backup Boy mache ich da oben hin. Damit ich da oben auch ein bisschen was nutze. Da so ins Eck einfach rein. Wenn du reinkommst, passt das schon. Du hast bereits eine Verbindung gelangen. Möchtest du während der getan? Ja. So. Geil, Leute. Wir haben ein bisschen Kohle gekriegt. Hey, wir könnten uns rennen. Jetzt eigentlich. Aber da brauche ich Platz im Inventar. Yo, Baker, was geht ab? Wow, die Bar sieht gut aus.
Sogar besser, als ich erwartet hätte. Ja, Mann. Danke, dass ich hier einziehen darf. Ja, kein Thema. Ich habe extra für dich ein bisschen tapeziert und so, gell? Weil ich Warum wusste, du stehst drauf. Hast du mich überhaupt aus Rawlins rausgeholt? Du kennst mich nicht. Ich hätte ein blutrünstiger Irrer, ein axtschwingender Ex-Verkäufer sein können. Axtschwingender Ex-Verkäufer. Ah, oh Gott, Alter. Ja, du kennst mich auch nicht, Alter. Ich könnte voll der Vergewaltiger sein und so. Ich weiß ja nicht. Ein Gutmensch, was? Damit komme ich klar. Hab schon Leute wie dich getroffen. Ich kapier's nicht, aber alles okay. Das stand da gar nicht, gell? Hör mal, ich mach's kurz und knapp. Die Blutadler sind ein übler Haufen. Wir müssen sie ausschalten. Und zwar endgültig. Du hast sie schon mal im Arbeitslager erwischt. Ich weiß also, dass du es drauf hast. Hast du Bock, auch den Rest zu erledigen? Was für eine Frage. Ja, natürlich machen wir die alle weg. So gefällt mir das. Wenn wir die Blutadler erledigen wollen, dürfen wir uns nicht die Schafe vornehmen. Wir müssen die Schäfer ausschalten. Aber vorher brauchen wir Hilfe. Was bedeutet, dass ich erst ein paar Dinge gerade biegen muss. Okay, Intelligenz ist es. Natürlich. Aber wenn wir die Alpha-Tiere ausschalten, ist der Rest nur noch ein Haufen planloser Streuner. Deswegen müssen wir uns auf die Anführer konzentrieren. Gut. Und ich weiß auch, wo wir anfangen sollten. Vielleicht mein alter Kumpel Edwin. Hab sein blödes Tagebuch geklaut. Wenn wir seine Hilfe wollen, müssen wir es ihm zurückbringen. Kriegst du das hin? Ja, bitte. Das ist doch nicht so. Danke. Ich gebe einem gemeinsamen Kontakt Bescheid. Vielleicht kann ich ein Treffen arrangieren. Und bevor du gehst, danke, dass du mich ohne weitere Bedingungen hierbleiben lässt. Zumindest für den Moment. Ich werde auch meinen Teil beitragen. Auf jeden Fall. Warte mal, anpassen. Ich will ihn nicht anpassen. Die ganze Kleidung könnte ich eigentlich voll weghauen, ha? Pass auf, kann ich nicht? Hast du Lust auf Beckett? Was? Kann ich verstehen. Ich habe eigentlich keine Lust auf dich, warum sollte ich? Naja, es ist so. Ich mag Menschen. Und ich höre ihnen gerne zu. Besonders den Angeheiterten. Da steckt noch mehr dahinter. Aber belassen wir es dabei. Okay. Ja gut, dann belassen wir es dabei. So, ich lasse dich hier alleine. Ah, gut ist, dass die Gegend jetzt da unten nicht mehr an der Gitarre herumzupft. Weil ich bin ganz ehrlich, das ist mir schon wohin gegangen. So, aber jetzt ist die Frage der Fragen, aller Fragen, die wir uns stellen sollten. Oh, ich mag die Waffe jetzt. Das ist, was für ein Kaliber? 45er oder 44er? 45er. Ja, 44er wäre 44er. Gut, passt schon. Oho. Da habe ich noch einen Haufen Muni. Die lasse ich aber drin. Das ist Reserve-Muni. Aber pass auf, die ganze Kleidung. So wie das hier. Einzige, was ich lasse, ist der Kampfhelm vielleicht. Aber die tue ich weg. Ich meine, die wiegt jetzt eh Blödsinn. Powerrüstung, Powerrüstung. Was brauche ich? Zwei? Keine Ahnung, Alter. Egal, lass mir es jetzt einmal. Ranger-Hut. Schutzhelm. Und das mit Taschen. Stufe 35. Hebe ich mal ab. Damit ich dann gleich eine habe. So, das waren 2 Kilo. Das war nicht viel. Kleidung.
Die wiegt einfach nichts, die Kleidung. Aber trotzdem. Ganz ehrlich, ich. Für was habe ich die da drin? Ich ziehe die nie an. Die wiegt 5 Kilo, die möchte ich gern reinhauen. Oh Gott, Alter. Drei, weil ich eine verschwendet habe. Ich muss realistisch träumen. Geil, Alter. Die kann man eh keiner wegnehmen, oder? Oh ja, kann sein, ich hatte eine Wackelpuppe hier. Kann man die wegnehmen? Ich weiß nicht. Ich lass die lieber. Hey. Ich weiß nicht, ob man die wegnehmen kann. Ich hatte schon einmal eine hier. Aber die ist jetzt weg. Hatte schon eine dort. Ja, keine Ahnung. Vielleicht kann man die wegnehmen. So, jetzt muss ich aber noch... 56 Kilo, eigentlich mehr, muss ich jetzt noch loswerden. Die wiegt schon mal 20. Ich sag dir was, da hinten gibt es einen Händler. Wir verkaufen, was geht. Wir verkaufen einfach. Was soll ich machen? Macht das ungern. Aber wenn ich mal... die Fatman haue ich weg. Ganz ehrlich, die verkaufe ich. Ich werde sie nicht zerlegen. Ich werde sie einfach verkaufen. Genauso wie... die Mini-Atombomben. Ich glaube, ich werde die eh nicht nutzen. Und ich werde die dann irgendwann einmal... werde ich die Möglichkeit haben und werde so viele von denen wieder finden. Obwohl, ich habe ein Level abgekriegt, gell? Dass Rüstung weniger wiegt, ja, ist ein Blödsinn. War das hier? Nein, das war... No? Hier, glaube ich, war das. Was war das? Okay. Intelligent. Da müsste ich Schloss knacken lernen. Au! Oh. Du kannst Rüstung und Power-Rüstung bis auf 130% des normalen Maximums reparieren. Okay, Waffenschmied haben wir hier, Hacker. Also Hacker, gibt es immer nur einen Stern oder was? Mehr Komponenten, das wäre es auch. Baupläne erforderlich. Ah, ich weiß nicht, was wir leveln. Mal hier. Der Vampir. Ja, komm, das ist das hier. Ja, Schloss knacken. Ach so, Schloss knacken gibt's nur. Ein Stern.
Im Besitz Maximalrang. Oh, dann gibt es einen Profi-Einbrecher. Ich habe nur Einbrecher. Dann gibt es diesen Profi-Einbrecher. Okay. Wow, ich weiß nicht. Automatischen Pistolen. Das ist ja komplett. Dann gibt es auch wieder Profi. Weil da muss ich mich ein bisschen besser informieren. Ich habe keinen Plan, ehrlich gesagt. Nahrungsmittel und Getränke wiegen 30% weniger. Das gilt. Aber warte mal, wo waren das mit den. Wo war das? War das hier? Oder war das auch hier? Ich glaube, das war auch hier. Ich glaube, Schrott habe ich schon auf Maximum. Du erhältst 10. Oh, das nehmen wir. Geilo. So habe ich das nicht gleich gehabt. Das werden wir jetzt ein bisschen aufleveln. Ich nehme schon wieder mit. Das ist unglaublich mit mir. Ich weiß auch nicht. Oder? Munitionsautomat. Da kann man Munition kaufen. Kostet eh nicht viel. Also. Es geht schon. So, schauen wir mal, was hast du. Zum Handel mit Vorräten, Munition und Ausrüstung. Oh, wenn du vielleicht schon den Bauplan hast. Torso. Erhöht Tragekapazität. Willkommen. Ich habe die Kohle nicht. Ich bin zum Handel mit Vorräten autorisiert. Kampfgewehr. Plasma, Plasma, Plasma. Nee, du hast das Munition nicht. Munition und andere Vorräte sind hier verfügbar. Okay, lass schauen, was würde ich für die 13 nur? Gönn dir Impulsdinger. Hebe ich mal auf. Lass mal, dann nimm die Kryo-Dinger. Hier können Sie Ihre Vorräte auffüllen. Das nehmen wir auch. Den schick dem auch rum. Kampfflinte. Warum ich muss. Ah, siehst du, wir haben schon. Wenn sind schon gut Sie unterwegs. Vorräte einzutauschen haben, kann ich helfen. Ah, du willst keine Munition kaufen, Kampfrüstung, Körper, Mod gedämpft. Mod. Was wiegt denn viel? Das. Decken Sie sich ein, solange Sie die. Möglichkeit haben. Könntest du mal ein bisschen ruhig sein? Ich versuche da gerade. Das nimmt noch. Oh, ist nicht mehr viel. Habe ich halt die guten Waffen verkauft? Das wäre eh beinahe kaputt ich gewesen worden. Bin zum Handel mit Vorräten und Ausrüstung autorisiert. Kleidung noch. Waffen. Ey, komm, nimm das. Super. Gut.
Okay. Pass auf, wenn wir schon hier sind, gehen wir da jetzt auch hin, okay? Ziehen das Ding hier durch. Was muss ich eigentlich machen? Untersuche? Nein. Was muss ich hier machen? Streifenwagen finden. Okay. Muss irgendwo draußen stehen. So ist ja nicht. Da haben wir auch schon wilden Ghoul. Ja, habe ich aber jetzt eine bessere Knarre. Patronen mitnehmen. Ah, dann haben wir trotzdem. Er lebt noch. Oh mein Gott! Da ist was Neues. Ich bin schon wieder überladen. 50% mehr Schaden. Das ist eine Ansage. Lewisburg. Eine Kleinstadt voller großer Träume. Doch hinter der strahlenden Fassade zeigt sich ein Bild der Mysterien und Missstände. Nehmen wir als Beispiel Calvin Van Lowe, einen ganz gewöhnlichen Typ. Was zur Hölle, Klein? Nimmst du schon wieder auf? Ist das ein Problem, Sydney? Mein Roman braucht diesen professionellen Realismus. Ah, und meinst du, dieser professionelle Realismus erlaubt es dir, einfach rumzulabern, statt deinen Job zu erledigen? Können wir jetzt einfach zu den Zellen losgehen? Wir müssen die Schwester zum letzten bekannten Aufenthaltsort befragen. Familie. Eine Bande, die uns vereint. Wurzeln, die uns Halt geben. Aber auch die Voraussetzung für... Schluss damit. Gehen wir... Hey. Der in dem auffälligen Anzug da. Hast du den hier schon mal gesehen? Nein. Sieht aus, als würde er rumschnüffeln. Ist das nicht das Ferienhaus der Garbers? Ein Schnüffler. Was mit dem Flamingo davor? Die sind seit 2 Wochen weg. Das sollten wir uns ansehen. Na los. Boah, ich mag die Knarre. Macht zwar nicht enorm viel Damage, aber hey, 62 Schuss drin. Kannst du schon ordentlich draufharzen. So, was ist jetzt Phase? Suche in der Nähe des Hauses mit dem Flamingo davor. Okay. Wo ist denn das, der Flamingo? Flamingos. Die schon dran vorbei. Hinter mir. Ist das das Flamingo-Haus? Wo denn? Aber wo ist das Flamingo-Haus? Sag mal. Wie schön verkrüppelt den Boy, ha? Extra starkes Putzmittel. Damit mache ich jeden Dreck weg. Jetzt bin ich schon wieder überladen. Das ist echt heftig. Ich muss nochmal leveln, damit ich diese Karte, wo ich 10 Tragkapazität kriege, dass ich dann noch was kriege. Die Munition. Da ist was geplatzt. Hier platzt gleich der Kragen. 45er brauche ich noch. Ja, aber wenn ich so weitermache, dann level ich eh wieder flott. Ah, es geht gar nicht. Kacke.
Kronkorken. Hast du den Flamingo gesehen? Ich schütze und diene. Gut, dann schütz mich mal und dien mir. Flamingo Haus. Ich habe keinen Plan, wo das ist. Kann ja nicht so schwer sein. Warte mal, vielleicht hier irgendwo rein. Ah, Klammer, gib mir das. Nee, das wäre da hinten irgendwo. Dahinter gibt es ja keine Heul. Oder mal da. An. Aber dahinter gibt es ja keine Häuser mehr, oder? Okay, bleib in der Nähe. Schleichen wir zur Ecke. Ein auffälliger Anzug, dunkle Sonnenbrille und ein Motiv für Mord. Nimmst du etwa immer noch auf? Na und? Ja. Da sieh mal, er repariert einfach nur den Grill. Tag, die Herren. Geil, oder? Guten Tag, die Herren. So, wo ist denn aber jetzt das Flamingo aus? Jetzt nervt es mich langsam. Kann ja nur ein Haus sein, wo ich reinkomme. Weil es hier gerade nichts gibt, wo ich reinkomme. Weil hier komme ich nicht rein. Aber da ist der Flamingo. Da hinten habe ich das Ding geholt. Er repariert den Grill. Na, vielleicht müssen wir zum Grill schauen. Da unten drin. Ich weiß ja nicht. So gut. Boah, jetzt muss ich die ID-Karte finden. Das sind immer solche Schnitzeljagd-Dinger. Keine Ahnung. Die Bruderschaft wollte ich schon die ganze Zeit anfangen. Aber immer kommt irgendwas dazwischen. Was ist das für ein Geräusch? Kommt jetzt irgendein Biest? Ich verkrüppel die Gule hier. Tja. Aber dann muss ich hier rein. Hier geht's kein. Hier gibt's kein Reinkommen. Ich muss hier rein vielleicht. Nehmen wir den Meter, lose Schrauben, das nehmen wir mit. A-Klammer, der die Ding. Ja komm, das interessiert mich jetzt nicht. Hier muss ich hoch. Komm, wo rennst du hin? Fuck, der ist schnell. Hoffentlich kommt er jetzt nicht hoch. Ist hier noch was irgendwie? Ich lass mal liegen. Oh, ungern. Kommt er jetzt? Nee, oder? Aber jetzt ganz ehrlich, bei solcher Automatik-Knarren brauchst du viel mehr Munition, weil die eben weniger Damage machen. Ist so. Mehr reinhatzen musst. Die einfach so schnell weggeht, weil du checkst es nicht. Du drückst einfach den Knopf, also die Taste jetzt gedrückt und bam, 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 zieht schon los.
So, was ist meine Aufgabe jetzt? Im Keller. Dann ab in den Keller. Das ist es doch. Aber muss ich es mitnehmen oder was? Was will er jetzt? Waschsteine, Weißwäsche getrennt. Oh, das ist halt irgendwas mit der Waschmaschine zu tun. Achso, oh, warte mal. Kann ich hier retour? Das ist ein Rätsel. Weißt du noch, als du rote Socken dazugegeben hast? Denk daran, mit niedriger Hitze zu trocknen. Die soll jetzt schließlich lange halten. Benutze den Kalender, um den Waschtag nicht zu vergessen. Was am wichtigsten ist, denke daran, dass ich dein Bruder und dich immer lieben werde. Meine kleine Schelle. Okay, Mama. Also. Hat irgendwas zu tun mit die Weißwäsche getrennt zu waschen. Behandlung, Feinwäsche, Spülung, Schleudern, Baumwolle, nichts tun. Oder mal nichts tun. Niedriger Hitze. Der Kalender. Waschmaschine, Waschgang einstellen. Feinwäsche. Baumwolle, Feinwäsche, niedrige Hitze, 19. Wow. Super. Da war geheime Geheimnis, Geheimgang. Oh mein Gott. Oh, ich dachte, das wäre eine Powerrüstung. Hm, 7:35, das geht nicht. Habe ich da irgendwas? Ich habe eigentlich nichts zum Zerlegen. Passwort für die Bauplattform. Ja, und das Passwort. Achso, das habe ich jetzt so, oder? Brauche ich nicht nachgucken. Benutzen. Statusberichte. Soll ich auch noch alle Hinweise finden und mir was anhören? Kann man hier noch was machen? Informationen. Abgeschlossen. Sitzungsaufzeichnung abrufen. Sitzungsaufzeichnung abrufen. Warte mal, machen wir das hier.
Aha. Okay, mal sehen. Das Skript beginnt auf Seite 25, also... da haben wir es. Starte nun Verhaltensumprogrammierung von Modellnummer RX00 und so weiter. Ich, Calvin Benlow, stimme hiermit zu. Haftung... Tod, Schimmelung, bla. Ah, was für eine Zeitverschwendung. Oh Gott, er ist cool. Hör zu, Mrs. Aggressotron. Ich werde deine Verhaltenssubroutinen erweitern. Zur Kenntnis genommen. Okay, dann füge ich mal hier die Daten ein. Empfangen. Angepasste Verhaltensparameter. Chief's Watch. Ausgezeichnet. Der nächste Teil könnte seltsam erscheinen. Und falls jemand zuhört, versichere ich, dass er notwendig ist. Fehler. Anfrage läuft Richtlinien zuwider. Meldung eingereicht. So, kann ich jetzt da reingucken? Terminal? Nein, das ist nicht wie... Natur, das ist... Warte. Administrationsüberbrückung. Empfangen. Überschreibungsanfrage. Bestätigung erforderlich. Ich bestätige. Bestätigt. Vorrangiges Verhalten wird durch übertragene Routine Sheep Squatch überschrieben. Führe Neustart durch. Halt! Nein! Nicht überschreiben! Überbrücken! Die Erweiterung sollte nur... Was machst du? Halt, nein! Au! Nein, bitte nicht! Hä? Ah, das Teil ist geil. Oh, oh. Mach die verdammte Tür endlich auf. Ich glaube, hier wird es keine Hinweise geben. Ey, wieso? Ich war doch gerade eben nicht überladen. Wieso bin ich jetzt wieder überladen? Das muss mir mal einer erklären. Was habe ich denn jetzt dazu bekommen? Aber haben wir es erledigt jetzt da? Nein, haben wir noch nicht. Wir müssen da hinreisen. Aber jetzt bin ich wieder... Ja, pass auf, Alter. Ich werde einfach... Das abgekochte Wasser werde ich mal reinschnitzeln. Vielleicht habe ich... Da, verdorbenes Fleisch. Das kommt weg. Jetzt habe ich genug weg gehabt. Jetzt könnte ich schnell reisen. Munition habe ich auch ordentlich hergestellt. Also ordentlich. Ich brauche noch den Perk, dass ich noch mehr Munition kriege. Also da Ah ja, da muss ich noch ein bisschen leveln. Gut, lass mal gucken.
Schnellreisen, ja, ich könnte hierhin schnellreisen. 4 Kronkorken, das geht, Alter. Jetzt habe ich eh ordentlich Kohle gemacht. Aber die will ich mir ja aufheben, ne? Ich will ein bisschen sparen für eben diese Power-Rüstung-Ständer, wenn ich den Bauplan nicht so jetzt finde in nächster Zeit. Aber dann habe ich mal den Ständer. Hehe. So. Ja, da in die Richtung. Ja, da ist sie schon. Und dann schauen wir mal zur Bruderschaft, oder? Weil bevor ich mir den Ständer hole, schaue ich jetzt erst... ja, gut. Das glaube ich irgendwann, ne? Schaue ich jetzt erst zur Bruderschaft, weil ich denke, dort ist die Chance ziemlich hoch, dass ich einen Ständer kriege. Oh Gott, Alter, ich bin so unlustig. Was ist los? Wer bist du? Katzi? Wenn du reich wärst, würdest du wie die Garahans leben? Ja, absolut, natürlich. Wohl nur jeder theoretisch interessant. Beeindruckend, was? Die Garahans haben es mit ihrem Geld ganz schön krachen lassen. Hat ihnen aber auch nichts gebracht. Geld kann man nicht alles kaufen. Wohl wahr. Obwohl ich mich manchmal frage, ob es ein Segen oder ein Fluch ist, so weiterzuleben. Es ist schwer, nicht in der glamourösen Vergangenheit zu schwelgen, wenn man aussieht wie ich. Bitte, schaust du gut aus. Keine Ahnung, ob du dir die Erinnerungen einer alten Frau anhören willst. Aber ich bin erst mal eine Weile hier. Eine Reise in die Vergangenheit. Nein. Bitte dir. Ah, okay, gut. Ich sag dir, was ich weiß. Ja. Und besser als viele andere. Vor dem Krieg war ich Rezeptionistin im Garahan-Firmenhauptsitz. Ich kannte ein paar der hohen Tiere ziemlich gut. Wenn man sich mit denen abgab, wurde man ständig zu Cocktailpartys eingeladen. Okay. Naja. Sie haben ein ziemlich luxuriöses Leben geführt. Auf dem Rücken ihrer schwer schuftenden Bergarbeiter. Andererseits haben sie mich bezahlt und waren immer freundlich. Ich habe nicht in den Gruben geschuftet. Also wie verbittert sollte ich sein? Immerhin lebe ich und sie sind schon lange tot. Warte mal, muss ich? Jetzt ist die Welt oben so gefährlich wie die unten. Ach so. Ach, come on, das ist ja... Ach Gott, Himmel. Okay, das ist anstrengend. Anstrengend. Ist das jemand, der von mir in den Hintern getreten werden muss? Vor mir kannst du dich nicht verstecken. Okay. Jetzt treffe ich den nicht, aber warte mal, wir versuchen es mal so. Eigentlich möchte ich diese Power-Punkte hier nicht nutzen, weil das gibt mir so ein viel geileres Feeling, finde ich. Aber
Aber ab und zu habe ich den Nerven auch wieder nicht. Ups. Bin gleich wieder voll. Oh. Powergräber. Oh oh. Kritischer Roboter. Erledigt. Töten, töten. Aluminiumschrotter. Schrotte jetzt drauf. Gut. Sag mal, was ist denn hier los draußen, das Party? Ah, warte mal, die neue Shot, die hier nehmen. Ich bin doch nicht überladen. Kommt aber gleich. Es muss nur eine Waffe irgendwo rumliegen, die ich feiere, und dann geht's los. Und kein Platz mehr. So, bist du gut? Nein, ihr seid alle böse. Ja, wir haben bald Rang 30. Dann kriege ich sowieso einen besseren Rucksack hin und ich werde auch noch. Ah, hier geht's raus. Bitte, okay. Sie zurück in diesem Bereich. Wow, habe ich jetzt nichts abzogen? Initiiere Suche nach feindlichem Ziel. Ich habe keine Granaten ausgewählt. Wieso? Leder. Nee, warte mal, wo habe ich die? Auf 7? Auf 6 ist die? Okay, wo ist die andere? Hier! Hehehehe, jetzt gibt's aufs Maul! Dauert zwar ein bisschen, aber 149! Bam! Explodiert gleich was. Achtung! Heftig! Heftig! Wo schießt denn auch wer? Ich sehe den aber nicht richtig. Ah, jetzt da. Ah, ich muss für die Knarre mehr Munition herstellen. Die ist geil. Gut, auf 3 habe ich die. Fürchten Sie sich nicht. Recht und Ordnung werden in Kürze wiederhergestellt sein. Boah, Gott. Oh oh, 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 oh oh. Ja, genau. Oh, 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 oh. Ja, explodier und nimm dein Haberer mit.
Na komm, schnell. Haben wir jetzt alle erledigt? Geometrischer Scanner, Bleischrott. Was haben wir hier Schönes? Das kann ich gar nicht nutzen. Ipsi. Oh Gott. Teletubbies. Heftig. Ja, das ist sowas. Verstehen nur Leute, die ein Kind haben, glaube ich. Weiß nicht. Fußläufige, ne, juckt nicht. Schauen wir mal. Was brauchen wir jetzt da? Außenraum, Mensch gegen Maschine. Baggeranfrage. Oder mal den ganzen Shit. So. Haben wir das jetzt da? Ich muss das immer raussuchen. Okay, jetzt kann ich das Anwesen betreten. Hier wieder niemand mehr herumspuken, oder? Schätze ich. Das Einzige, was ich hier finden könnte, ist vielleicht eine Mod. Oder sowas. Ich brauche sowieso Heilung. Ich brauche unbedingt mehr Steampacks. Entweder kaufen. Obwohl kaufen ist jetzt nicht das, was ich möchte. Nicht identifizierter Eindringling entdeckt. Beginne. Ah, ich habe schon wieder nichts. Angriff auf feindliche Spiel. Wow, Alter, ich kann die nicht ruhig halten. Da gehört noch. Da gehört noch ein bisschen was dran gerade. Aha. Abgebrannt, hä? Die Munition habe ich jetzt nicht mehr. Das ist ein bisschen. Oh, der hat mich jetzt aber erschreckt. So, lass ich mal ein bisschen abbrennen und spare ich mir Munition. Kommt jetzt hier noch einer? Nee, oder? Was ist da? Okay, der Typ darf nicht hochkommen. Die sind heftig, heftig unterwegs. Lass mal, wie durchziehen. Mach das nicht. Ich zieh gar nichts ab. Oh fuck, ich zieh hier alles ab hier. Oh ne. Alter, wie viel wiegt denn eigentlich so eine verkackte Granate?
Powerrüstungsscanner. Mhm, ich habe keine Powerrüstung, darum nichts gescannt. Aber geil wäre es gewesen. Aber hier könnte ich doch den Barbland finden, oder nicht? Für eine Powerrüstung. Barbland für Baggermodul. Bagger linker Arm. Hey, das heißt, ich kann den Bagger herstellen. Ab wann ist Bagger? Welches Level? Weil der Bagger, der kann auch, das weiß ich, da kannst du auch noch so dran klatschen. Bagger Power Rüstung, Registrierung. Deaktivieren zwar. Whatever. Oh, verdammte Scheiße, wir haben Kompen. Nee, wir machen schon wieder eine Stunde, huh? Aber jetzt doch gerade aufhören ist blöd. Um Ihre Mitarbeit wird gebeten. Kommst du? Ich treffe den nicht. Das ist dein Ernst jetzt, oder was? Nee, ich habe gar keine Munition mehr für die. Das gibt's jetzt aber nicht. Wow, ich muss unbedingt Munition sparen hier. Ich kann leider nichts herstellen. Oh, fuck you. Weil ich keine Powerrüstung habe. Aber es ist doch möglich, hier eine zu finden, oder nicht? Erzähl mal nichts. Es gibt bestimmt hier eine. Das war heftig. Keine Ahnung, ob das zieht. Jetzt sich ein Terminal. Um das zu deaktivieren. Naja. Schade. Aber was mache ich, wenn ich dann gar keine Munition mehr habe? Ich will doch nur eine Powerrüstung haben. Geht hier vielleicht irgendwo eine rum? Das kann gut möglich sein. Ja, komm du. Da unten ist noch was Geheimes. Kommt jetzt noch wer? Klingt auf jeden Fall so. So, wir hacken jetzt wie ein Profi, pass auf. Easy. Ich hätte Steuerung, Türe öffnen, dankeschön.
Kampfflinte nehmen, also sicher nicht. Boah, jetzt müsste ich da unten auch noch schauen. Da ist ein Fusionskern. Au, ey. Da ist keiner drin. Ah, ich kann nur linker und rechter Arm bauen, sehe ich gerade. Ja, das ist blöd. Nein, da steht doch eh Mission Helm und Torso kann ich noch bauen. Aber Beine da nicht, oder wie? Ja, aber da steht keine Powerrüstung, also Eichhorn. Fusionszelle haben wir viel. Ey, ich hab so viel Munition rausgehauen in letzter Zeit. Ja, das mit der Powerrüstung muss ich halt ein anderes Mal machen. Erstens habe ich kaum noch Munition, das heißt, ich muss dann sowieso wieder ins Lager. Da habe ich noch ein bisschen was in der Kiste und ich muss auch herstellen. Ach, da muss ich, einen Perk freischalten. Kommt man hier nicht rein. Vielleicht ist ja da oben eine Powerrüstung. Schlimme Kasse wird das Anwesen. Also das ist nicht dein Ernst. Ich war doch die ganze Zeit. Habe ich das jetzt nicht mitgenommen? Ja gut, ich muss das jetzt aber durchziehen. Ich kann jetzt nicht aufhören, weil ich krieg dann... Ich habe keine Munition. Wenn ich jetzt aufhöre... Oh, das ist ein heftig langes Video. Wenn ich jetzt nämlich aufhöre... Und dann nachher wieder reingehe, sind wieder alle Gegner da. Das kann ich mal munitionstechnisch nicht leisten. Deshalb bleibt mir nichts anderes übrig, das jetzt zu machen. Ist einfach so. Außer sie sind jetzt alle da. Dann kann ich genauso gut aufhören. Suche nach einer Schlüsselkarte. Ja, wieso hat er mir das vorher nicht angezeigt?
Verstehe ich nicht. Safe kriege ich nicht auf. Mit der Munition. Brennstoff 100. Flammenwerfer. Der wiegt eine Tonne. Ein Werfer. Was meinst du mit einem Flammenwerfer? Durch den Nutzen. Also ist Munition. Ich kann den gar nicht nutzen. Das heißt, ich gebe ihm dann zerlegen. Bringt ja nichts sonst. Wegkommen tue ich ihn bestimmt nicht. Entweder verkaufe ich ihn oder ich zerlege ihn. Aber ich glaube eher verkaufen, weil was wird es großartig für Mods dafür geben? Ne? Ich glaube verkaufen habe ich mehr davon. So, endlich eine Schlüsselkarte. Geil wäre es, wenn es da oben eine Powerrüstung gibt, weil dann sofort wieder retour und sich die Baggerrüstung craften. Oh, ich hoffe, da oben sind keine Kampfroboter. Irgendwas ist da oben auf jeden Fall. Impacts. Nein. Eine Atompumpe. Jo, geilo. Auf damit. Wow. Ein Holzlöffel hat er einhängen. Was ist mit dem Holzlöffel? Drück den Knopf. Der Knopf zieht. Oh oh. No, 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 no. Oh, fuck. Ja, jetzt lad doch nach den Shit, Alter. Du bist ja echt ein Opferkind. Voll unfair, Alter, dass das sowas, so eine Bestie hier ist. Das ist echt unfair, oder? So, wir haben ein Level Up. Warte, schauen wir mal, das... Ich weiß nicht, wo war denn das mit Munition herstellen? Verwerten wir hier, aber Munition herstellen kann hier nicht sein. Kann Glück sein, oder? Psychopath. Holzfäller beim Sammeln von Haus, es ist doppelt so viel. Okay, das ist mir scheißegal. Na gut, dann lass. Munition für ballistische Waffen wiegen
5% weniger, das ist mir Schnupsen, Alter. Dann würde ich das hier nehmen. 20. Das kann sich stacken. Jetzt sehe ich es gerade. Starker Rücken. Heftig. Warte, nee, das deckt sich doch nicht. Egal. Ja, ich muss nach oben, aber da will ich jetzt noch gucken. Ich weiß schon endlos lange. Dann bin ich hier. Lässiges Outfit. Nix für mich. Was ist hier drin? Badezimmer, Steampacks irgendwo vielleicht? Nee. Was? Ich bin. Irgendwas stimmt nicht mit mir. Okay. Wieso kann ich mich jetzt nicht etwas schneller bewegen? Hm? Jetzt kann ich nur noch gehen. Waffe ist auch gleich im Arsch. Ach, doppelläufige habe ich ganz vergessen. Da ist eine Mod. Oh, das wäre so geil, wenn da jetzt die Ding-Mod wäre. Für den Ständer. Dann hätte ich endlich an. Es ist keine Mod, das gibt's ja nicht. Kettensäge, Flan, ja gut. Muss ja ein Barplan sein, keine Mod, was soll ich denn? So. Ah, für die Wolfsgerätschaften. Jetzt haben wir es gleich. Ich weiß nicht, warum ich mich gerade nicht schneller bewegen kann. Ich verliere auch keine Ausdauer gerade eben, aber... Ausputzer. Ist Ausputzer nicht eine Knarre? Verbessert Tarnung, schneller Schleich. Okay. Geilo. Ja gut, YouTube, das wird es jetzt aber gewesen sein. Keine Ahnung, oder wieso ich mich nicht bewegen kann. Ich glaube, ich drop die. Das ist 28 Kilo. Das ist einfach zu heftig. So. Was haben wir? Kleidung. Oh, was haben wir hier? Oh, meine Ausrüstung wird so knapp. Also meine ganzen Dinger hier. Okay. So. Ah, jetzt geht's wieder. Boah, was verliere ich an Ausdauer?
Das ist die Krankheit, oder? Wo bin ich denn hier? Nee, da stimmt irgendwas nicht mit dem Spiel an sich. Wo ist der Gegner? Weg, weg, ich kann es nicht wegdrücken. War so geil, dass da einer drin ist, oder? Zwangsjacke, das passt zu mir. Patronen. Na, der Hausputzer ist schon leibend, da kann man nichts sagen. Ja, gutes Ding. Ja, ein bisschen Munition wäre es gewesen. Oh, oh, das klingt gar nicht gut. Krank. Da komme ich jetzt nicht ran. Okay. Passt. Ich glaube, es ist einfach schon viel zu viel hier. Ich muss abhauen. Ah, gut, es ist ja auch endlos langes Video oder so heftig lang. Aber wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, YouTube. Macht's das gut. Haut rein. Kann man das mal heimkommen. Auf Wiedersehen. Hat mich gefreut, dass ich da war. Hallo? So. Tschüssi.